Ja, hallöchen und willkommen zurück zum Horizon Forbidden West Let's Play Episode 67. Und wir haben in der letzten Episode Regala getötet. Und jetzt geht's weiter. Wir brauchen noch ein paar Erfahrungspunkte, würde ich sagen, bevor es mit der Hauptquest weitergeht. Deswegen würde ich einfach vorschlagen, mal diese eine Nebenquest hier anzugehen. Ich habe mal geguckt, irgendwie gibt die besonders viel EP. Ich weiß aber nicht genau, warum. Vielleicht heißt das, dass es eine sehr lange Quest ist. Aber wir haben ja eine ganze Episode mindestens Zeit. Von daher, warum nicht mal dahin reisen und es einfach mal probieren. Weil 20.000 EP klingt auf jeden Fall wie ein ziemlich guter Deal. Leider kann ich da nicht direkt hinreisen. Dann reisen wir mal dahin und fliegen dann vielleicht... Upsa. Und fliegen dann vielleicht mit unserem Vogel hin. Das wäre doch mal richtig gut. Ich glaube, das klingt nach einem Plan. Okay. Irgendwas hat mich schon gesehen. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, was war das? Das war mein Vogel, okay. Irgendwas anderes. Wie steige ich denn nochmal auf mit dem Vogel? Kann ich mir... steuern. Okay, also fliegen auch irgendwelche anderen Viecher herum. Ah, die haben mich hier. Die haben mich gesehen, oder was? Ich weiß gar nicht, was mich da gerade gesehen hat. Huch. Hä? Rüber, Vogel. Wir müssen da rüber. Wir müssen in die Richtung. So. Oh Gott. Ja gut, wir erkunden mal ein bisschen. Ich kann schon nicht mehr fliegen. Irgendjemand sieht uns hier jedenfalls. Weiß auch nicht, wer oder was das ist. Da sind auch noch ein paar Maschinen. Ja, die machen uns nichts weiter aus. Kämpfen auch irgendwelche. Das ist aber jetzt nicht hier unser... Okay, what's happening? Eigentlich wollte ich da jetzt gerade gar nicht hin. Maschinen in der Nähe. Mit dem Schadenerweiterungszustand. Gib auf Maschinen 8, die sich und andere verstärken. Oh mein Gott, was heißt das denn? So, hier sind wir jetzt aber gleich da, ne? Oh, das ist so cool mit dem Fliegen. Ich finde das mega geil. Dann müssen nur noch fliegen. So, hier hinter dem Berg muss es sein. Da ist das Lager. Etwas in der Nähe sendet das Signal. Hier ist das Lagerfeuer. Wie lande ich jetzt hier? Nochmal. Okay, es lädt wieder. Das Offenlager, das Talana und ich gesucht haben, musste hier irgendwo sein. Dann bin ich ein Baum. Ich glaube, es ist hier. Das ist wieder die Frage, wie ich hier absteige. Ah, okay, ich bin abgestiegen. Ich dachte, du gehst schon weg. Ah, da könnte man vielleicht mal gucken, was die haben. Wobei ich nicht glaube, dass die mega krasse Sachen haben. Da hat noch vielleicht einen Auftrag. Oder die? Jetzt ist sie in der Wildnis, ganz allein. Wer weiß, was sie da draußen alles töten könnte. Jemand ist weggerannt? Ihr Namen weiß ich nicht. War sehr still. Weiß nicht, ob sie schüchtern oder verängstigt war. Sie wollte nur nicht, dass man ihren Sachen zu nahe kommt. Das ist sicher. Ich war nur neugierig, mehr nicht. Sie hätte mich nicht schlagen müssen. Dein Glaskinn ist nicht das Problem, Mann. Das Mädchen ist es. Ganz allein im Busch. Und das ist Tenat-Gebiet. Wohin ist sie gegangen? Westlich den Hügel rauf. Finde sie, wenn du kannst. Mach ich. Aber pass auf. Die ist echt unentspannt. Oh Gott. Ist ja ein Idiot. Anscheinend haben wir geschrieben, Essen. Da hat auch noch einen Auftrag anscheinend. Jetzt gehen wir mal daher. Oh, vielleicht können wir auch hier was machen. Ich glaube, wir haben so viele neue Sachen gekriegt. Kann gut sein, dass wir da was aufwerten können. Das wäre klasse.
nächsten Upgrades. Den Regalas Zorn können wir aufwerten. Dann machen wir das doch mal. Den haben wir hier abgenommen. Mit denen müssen wir auf jeden Fall mal kämpfen, mit dem Bogen. Hier, das nächste können wir nicht mehr machen. Das andere Ding wollen wir nicht auf. Upgraden, Munitionsherstellung. Ah, hier können wir jetzt mehr Munition machen, ne? Dann machen wir das doch mal. So sehen die viel cooler aus. So, jetzt haben wir alles gebaut, was wir bauen können. Das brauchen wir nicht abzugeben. Okay, cool. Ja, jetzt mal hierher. Ja, gut. Gut, dass du es geschafft hast. Dank des Geheimgangs durch deine Basis. War ein toller Anblick. Ach, stimmt, das war sie. Ah, ich glaube, das ist eine längere Quest. Lass das nicht die anderen hören. Sonst rennen euch eine Menge außer Rand die Türen ein. Und du bist? Das ist Ragged. Er ist Späher der Karawane. Er sagt, Amadis war hier. Er stieß zur Expedition unmittelbar, bevor wir durch den Tunnel gingen. Nach dem Aufschlagen des Lagers brach ich zu Erkundungen auf. Ich bot den Tenakt Friedensgeschenke an, weil wir in ihr Gebiet eingedrungen waren. Amadis wollte, dass ich nach einem Ort namens Fäulnis frage. Was hast du rausgefunden? Nur, dass die Tenakt ihre Gefangenen dorthin bringen. Weit im Westen, in der Nähe von Dornmarsch. Der Hauptstadt des Tiefland-Clans. Kurz darauf brach er auf, um es zu suchen. Ach, ganz allein? Ich habe ihn gewarnt, aber er war fest entschlossen. Was geschah, als ihr den Tunnel passiert habt? Gar nichts. Wir haben uns dafür in zwei Gruppen aufgeteilt. Alle hier waren Teil der ersten Gruppe. Abgesehen von ein paar stockdunklen Passagen war alles ruhig. Was auch immer die zweite Gruppe angriff, verschonte uns, Stahlfunke sei Dank. Am besten redest du mit Porguf darüber. Er weiß ein wenig mehr als ich. Hat Amadis gesagt, wieso er unterwegs zur Fäulnis ist? Leider nicht. Er war ein Mann weniger Worte. Klingt ganz nach ihm. Meinst du, es ging ihm gut? Mehr oder weniger. Er schien bewegt, als wir erfuhren, dass der Tunnel hinter uns eingestürzt war. Aber das waren eigentlich alle hier. Du bist also der Späher hier. Muss ich etwas über das Gebiet wissen? Wo soll ich anfangen? Unten im Süden versucht ein Osseran-Trio in den Ruinen im Sand zu stöbern. Morland und seine Gruppe. Ja, das ist der Kerl. Die sind selbst ein ziemliches Spektakel, glaub mir. Und dann sind da noch all die anderen. Die abgehauen sind, als wir auf dieser Tunnelseite rauskamen. Plünderer, Entdecker, alle Arten mutiger Abenteurer. Wie viele wart ihr denn ursprünglich? Genug, um den Überblick zu verlieren. Ja, wow. Vor einer Weile habe ich auch ein paar Rebellen entdeckt. Wie es scheint, patrouillieren sie in der Wüste. Ich habe alles über die Rebellion der Tenakt oben in Brennspeer gehört. Das ist die Hauptstadt des Wüstenclans, im Norden. Klingt, als hättest du die Gegend gut kennengelernt. Ist mein Auftrag. Danke, Ragut. Sehr hilfreich. Ich hoffe, ihr findet ihn. Okay, ich gehe nach Dornmarsch. Triff mich dort. Moment. Was? Um diesen Kerl zu finden, bist du bereit, das Tenak-Gebiet zu durchqueren? Ohne zu zögern? Na klar, er ist allein im verbotenen Westen. Ich bin besorgt um ihn. Ich glaube, es ist mehr als das. Wir treffen uns bei der Tiefland-Hauptstadt. Da ist doch er. Aber dann sagst du mir, wer Amadis wirklich ist. Gut, ich tauche unter, nördlich des Dorfs. Wir sehen uns dort. Ich wundere, dass sie und Aloy sich gut verstehen. Und da ist noch ein Auftrag. Der Hast du dich verlaufen? Stahl und Funke, wenn du nicht die Nadel im Heuhaufen bist. Wie bitte? Heiliger Hammer, ich kenne dich. Du bist diese Nora. Die Retterin. Meine Retterin. Genau zur rechten Zeit. Oh, ich wow, bin Porguf Stöbermann, Chefstöberer und Leiter von Porgufs Expeditionen und Lieferant feinster Stöberwaren. Und wovor rette ich dich genau?
Tod und Verzweiflung, meine Stahlflammenfreundin. Diese großartige Expedition hier erlitt einen kleinen Rückschlag. Nicht weit von hier ist ein geheimer Tunnel. Ein Durchgang der Alten. Verloren und wiedergefunden. Ich und die Hälfte des Trupps gingen voran. Die andere Hälfte sollte unmittelbar danach kommen. Tage später kam nur ein einziger Mann. Zitternd wie ein Frosch im Eiswasser. Er sagte uns nur, dass Tod und Dunkelheit sie verfolgten, als der Tunnel einstürzte. Er starb mit schreckensweiten Augen. Gott. Ich war auf der Ostseite des Tunnels. Der Weg war von Geröll blockiert. Da lag auch ein Toter. Einer deiner Stöberer, schätze ich. Aber keine Spur vom Rest des Trupps. Könntest du bitte leise reden? Der Rest des Trupps hat schon Angst. Sie weigern sich weiter zu stöbern, bis sie einen Weg hier herausgefunden haben. Du hast den halben Trupp verloren und sorgst dich um die Grabung. Ihr Opfer muss sich doch auch gelohnt haben, oder? Außerdem, jetzt da du da bist, sind unsere Tage als Gestrandete vielleicht gezählt. Hilf mir, den Tunnel wieder zu öffnen und ich beteilige dich am Gewinn. Wie findest du das? Ja, guck. Ist das Lager eure Operationsbasis? Welche Operationen? Der Plan war, weiter nach Süden zu gehen, wenn der Rest der Expedition eintrifft. Die Grabung ist direkt hinter den Dünen. Doch jetzt rührt sich der Trupp erst wieder, wenn das Tunnelproblem gelöst ist. Sie gaben dem Ort sogar einen Namen. Lager nirgendwo. Die machen sich wohl über mich lustig. Ja, das glaube ich auch. Woher weißt du von diesem Geheimtunnel? Die Kunst des Stöberns natürlich. Ein Stöberer ist nur so gut wie sein Gespür für gute Orte. Okay, na gut. Drei Osaram kennen angeblich einen Weg um die blutrünstigen Tenakt herum. Zu unberührten Grabungsorten im Westen. Dann könnte ich jemanden eingestellt haben, der was vom Finden und Verfolgen versteht. Ein Spion? Hör zu, wenn die Gerüchte stimmen, gibt es genug Grabungsorte für ein Dutzend Trupps. Aber jemand muss den ersten Schritt wagen. Ein Basislager, eine zuverlässige Versorgungsroute, den Ort gegen Maschinen bewachen. Ich schätze, die Osaram würden aus Sand viele Scherben machen. Ganz genau. Was weißt du über das Gebiet? Tja, nördlich von hier leben die bösartigen Tenakt. Angeblich trinken sie Blut statt Wasser. So überleben sie in diesem Ödland. Im Süden, da gibt's alles. Tod, Wüste und die Grabung. Stell dir einfach ein riesiges Grab der Alten vor. Verbogene Metallruinen verborgen im Sand. Bewacht von Maschinen. So bösartig, dass du dir wünschst, dass sich ein paar Grauhabichte auf dich stürzen. Oh, wow. Nicht einmal die Tenakt wagen sich tief in die Ruinen. Nur die mutigsten Entdecker gehen da hinein. Ich war dort unten. Ist das so? Ich werde die Schätze dort unten schon noch mit eigenen Augen sehen. Irgendwann. Na dann. Mal sehen, was ich tun kann für den Tunnel. Haha, meine Retterin. Für die Leute, die hier eingesperrt sind. Nicht deine Grabung. Ist doch das Gleiche. Ist er das, da drüben? Das ist er. Oh, wenn du schon dort bist, könntest du nach meiner Kassette suchen? Der zweite Trupp sollte den Rest der Vorräte und des Gepäcks mitbringen. Ich würde sie nur ungern verlieren. Meine Mutter hat sie handgeschnitzt. Ich bringe sie mit, wenn ich sonst sie nicht weiter ist. Ich danke dir. Viel Glück, Stahlflamme. Stahlflamme. Magst du hier draußen Maschinen? Ich hab was gehört, was dich interessiert. Achso, nein, ich wollte das Gerücht nicht anhören. Manchmal wünschte ich, ich wäre nach Zackentiefe im Osten gegangen. Und eigentlich zu dem Rüstung, zu dem Die Expedition Oben wurde zwar von den Kaja geleitet, aber ich hätte immerhin im Niemandsland bleiben können. Neben einem See voll alter Relikte, einer schönen Aussicht und ohne den nackten Nacken. Durchhalten. Tauchen kann ein See voll alter Relikte. Vielleicht sollte ich mit den Kaja sprechen, wenn ich nach Osten komme. Okay, das ist jetzt wirklich nicht so krass. Sicher? Du brauchst Vorräte. Gut, jetzt gucken wir mal schnell, wo wir hin müssen. Wir machen gerade noch nach Dornmarsch. Dann reisen wir vielleicht lieber mit dem Lagerfeuer erstmal. Tschüss, Vögelchen. Reisen wir doch mal dahin. Das war jetzt zu lang zu fliegen. Eindeutig zu lang. Ach du meine Güte. Na, zum Glück waren wir da schon mal. Yippie! Ups. Da kommt man vielleicht auch nochmal nach einem Bogen gucken.
Habt ihr nicht gesagt, dass es in Dornmarsch die guten Bögen gibt? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das Dornmarsch war oder ob das woanders war. Mal schauen, ob wir dran vorbeikommen. Können wir gucken. Ich glaube, hier war der Bogenmensch so schwer zu finden. Wie war denn das nochmal? Jäger Bedarfsladen. Ja genau, den konnte man hier so schlecht finden, glaube ich. Ah ne, oh mein. Da ist es ja. Zeig doch mal, was hast du da? Ah, das war so ein Feuerbogen. Aber ich glaube, das sind die wir haben, schon besser, oder? Ah, hier ist noch Palila, ne? Den haben wir schon. Den haben wir auch. Der sieht auch gut aus mit dem Gift. Haben wir einen Giftbogen? Ja, eigentlich einen Giftbogen. Eis haben wir gleich einen besseren. Feuer, der ist jetzt auch nicht so krass, aber Gift. I don't know. Kurz. Feuer haben wir einen guten. Da haben wir einen Gift- und Eisbogen. Da ist nochmal Gift. Ja gut, dann brauchen wir es jetzt nicht. Okay, passen. Gehen wir weiter. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ja, aber der Kohlrotwein, lass das mal. Nein! Komme ich jetzt nochmal da raus? Oh, von hier haben wir einen guten Ausblick. Kann ich da hingleiten? Wiu! Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Super. Da ist noch ein Lagerfeuer. Oh, vielleicht sollte ich mal noch zu dem Lagerfeuer gehen. Warum war ich bei dem noch nicht? Bei diesem Lagerfeuer. Überwachungsdrohne Dornmarsch. Noch ein Auftrag. Huch, was ist das denn da? Eine Feuerklaue. Wow. Die kennen wir noch nicht. Das war neu. Okay, aber wie dem auch sei. Wir müssen immer noch zu unserer Freundin zurück. Und ich hier irgendwo versteckt. Vor allen Dingen hängt da oben irgendein Viech drin. Oh mein Gott. Crazy shit. Ein Koch kann damit bestimmt was anfangen. So, hallo. Dornmarsch. Welch ein Anblick, oder? Hätte nie gedacht, einmal so tief in Tenakt-Gebiet zu kommen. Hattest du unterwegs Ärger? Hab versucht, nicht aufzufallen. Ein paar Mal musste ich wegen Tenakt-Patrouillen im Sumpf untertauchen. Aber jetzt bin ich hier. Raus damit. Wer ist Amadis? Wirklich? Genau, wer ist das eigentlich? Wie schon gesagt, er half mir, eine Jägerkillermaschine in der Wildnis zu erledigen. Erst dachte er, ich wäre bloß eine Jägerin der Loge, die die größten Maschinentrophäen erlegen will. Und ich dachte, er wäre nur ein mürrischer Eremit aus den Wäldern. Aha. Doch dann vertraute er mir die Wahrheit an. Erzählte, wie er in den roten Raubzügen alles verlor. Diese Seite von ihm zu sehen, ich weiß nicht, änderte alles. Du liebst ihn, oder? Kann schon sein, ja. Warum habt ihr euch dann getrennt? Er erzählte, dass er seine Frau nicht schützen konnte. Und ich sagte ihm, wie ich den Tod meines Vaters und Bruders akzeptiert hatte. Ihm wurde klar, dass er das auch machen musste. Allein. Moment. Als wir das Schlachtfeld der roten Raubzüge absuchten, sagtest du, er hätte jemand Geliebten verloren. Ich dachte, du meintest einen Soldaten. Das war sie. Frauen dürfen nicht in der Armee der Kaja dienen. Daher hatte Nessa sich verkleidet. Amadis warte ihr Geheimnis. Als er nach Westen aufbrach, versprach er mir zu schreiben, dass es ihm gut geht. Doch dieser Brief kam nie an.
Also wolltest du ihn finden. Und wenn wir das tun, habe ich ihm nach dieser Schnitzeljagd ein paar Wörtchen zu sagen. Tja, zumindest verstehe ich jetzt mehr. Amadis Dardanessa starb auf dem Schlachtfeld. Als er erfuhr, dass die Tenak Gefangene nach Westen brachten, ging er weiter. Wir müssen wohl diesen Kerker finden, die Fäulnis. Ich habe mich währenddessen umgesehen. Ich weiß vielleicht einen Weg. Dann mal los. Ja, das ist alles nicht so einfach. Glaubst du, Nessa könnte noch leben? Ich bezweifle es. Kaja-Gefangene aus den roten Raubzügen sind mittlerweile wohl tot oder wieder zu Hause. Was sucht Amadis dann? Ich denke, er braucht Gewissheit. Dann schauen wir doch mal. Da rennen wir lang. Dann müssen wir die Ruinen da. Nehmen wir das hier mal lieber noch mit. Mal wieder falten müssen. Ah, da ist doch schon eine Falle. Achte auf Fallen in der Umgebung. Hier drüben, du brennender Schrotthaufen. Ah. Das ist er. Die Feuerklaue ist hinter ihm her. Allein hat er keine Chance. Na los. Wir geben dir Deckung. Auf jeden Fall rum. Ich wollte immer den Galasbogen ausprobieren. Oh mein Gott! Was ist das für ein krasses Viech? Der wirft mit Autos! Oh mein Gott, was der macht! Was ist denn mein heftiger Shit? Ich bin ja voll geflasht, dass ich das hier tue, weil das ist nicht gut. Der schmeißt sich halt echt mit dem Rücken auf mich. Oh mein Gott, das ist ein krasses Viech. Oh Scheiße. Vor allem, wie er sich noch so über das Gesicht reißt oder so. Ich will mir ein Bein hacken. Auf jeden Fall hat er viel Stuff hier. Und wir sind Stufe 32. Yay! 3 Fertigkeitspunkte, cool. Ich glaube, ich soll mich mal hier entschärfen, keinen Bock da reinzulatschen. Ein bisschen Muskeln kann man immer gebrauchen. Hallo there! Talana, du bist der Mr. Lover. Du solltest mir schreiben, dass es dir gut geht. Ich wollte den Brief abschicken, nachdem ich mit einer Osaram-Karawane die Wüste durchquert hatte. Doch als der Tunnel hinter uns eingestürzt war, begriff ich, dass ich nur noch weitermachen konnte. Da du aber einen Weg hierher gefunden hast, war das offenbar falsch. Tut mir leid. Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Also, du bist wohl Amadis. Der Herzensbrecher Amadis. Und du musst Aloy sein. Talana hat mir viel über dich erzählt. Und du weißt bestimmt einiges über mich. Ein wenig. Du warst wohl unterwegs zur Fäulnis.
Aber was wolltest du dort finden? Einen Hinweis. Oder den Hauch davon. Irgendwas über Nessas Schicksal. Vielleicht starb sie auf dem Schlachtfeld. Oder sie siecht im Gefängnis dahin. Wie dem auch sei, ich muss es wissen. Okay. Dann erzähl mal von dieser Nessa. Talana erzählte mir von dir und Nessa in den roten Raubzügen. Du hast ihr Geheimnis bewahrt. Wir waren beide bei der südlichen Speerdivision. Wir sollten durch den Tunnel in Tenak-Gebiet vorstoßen. Anfangs war sie stolz, dem Sonnenreich zu dienen. Doch mit zunehmender Grausamkeit erkannten wir, was die Raubzüge waren. Und ihr kamt euch näher. Wir taten, was wir konnten, um Unschuldige genau zu schützen. Wissen. Es war, als wären wir die Einzigen, die sich dem Gemetzel widersetzten. Und ja, wir waren uns nah. Bis zur Schlacht der brennenden Blüten. Was geschah in der Schlacht der brennenden Blüten? Wir hatten Informationen, dass die Tenak-Truppen größer waren als erwartet. Ich wollte den Kommandanten überzeugen, den Angriff zu stoppen. Aber er war ein Trunkenbold. Als ich drohte, seine Inkompetenz dem Kaja-Oberkommando zu melden, ging er mit dem Messer auf mich los. Wow. Also tötete ich ihn. Alter. Es war Notwehr. Und trotzdem ein Mord. Ich wurde verurteilt. Aber ich dachte, irgendwie könnte ich Nessa retten. Doch es war zu spät. Als ich zum Schlachtfeld kam, brannten die Felder schon. Unsere Soldaten getötet, vermisst. Außerdem war der von mir getötete Hauptmann ein mächtiger Adliger. Es gab ein Kopfgeld auf mich. Seitdem bin ich auf der Flucht. Die Raubzüge sind längst vorbei. Aber ich würde dich begnadigen, wenn... Der Sonnenkönig kann mir nicht helfen. Ein Straferlass von Avat hält Kopfgeldjäger, die ihr Preisgeld wollen, nicht auf. Also, du und Talana, klingt, als hättet ihr ein Abenteuer erlebt in der Wildnis. Krallenschreiter, ein Jägerkiller, Söldner, ein Panzerschnapper. Nichts konnte sie aufhalten. Ein grimmiger Eremit in den Wäldern hat es versucht. Rückblickend war das von ihm äußerst dumm. Tja, jetzt sind wir hier. Gehen wir zur Fäulnis. Ihr solltet besser hierbleiben. Ich fühle mich schon schlecht, dass ihr hier seid. Ich bin nicht so weit gelaufen, um dich jetzt gehen zu lassen. Hallo, du hast die zwei krassen Kämpferinnen am Start. Ich schicke sie doch nicht weg. Ich werde besser nicht versuchen, dir das auszureden. Dann los. Die Fäulnis ist ganz nah. Die Fäulnis liegt am Ufer, aber wir müssen im Wald bleiben, um nicht entdeckt zu werden. Warte, Talana. Wir haben deine Freundin verloren. Haben wir gar nicht. Ich bin da. Elektroine, lange Küste. Da ist es. Die Fäulnis. Das sind Regalas Rebellen. Sie führen einen Bürgerkrieg gegen den Rest der Tenak. Ja, Regala gibt's eigentlich sie nicht. Haben das jetzt wissen die halt. Dann nicht. Haben sie bestimmt alle Wachen getötet. Sie waren meine letzte Hoffnung, Nessa dort zu finden. Nicht unbedingt. Vielleicht gibt es drinnen noch Hinweise. Selbst nach all der Zeit? Aloy kann viel mehr sehen als du oder ich. Na dann los. Ein Funke Hoffnung ist besser als nichts. Suchen wir einen anderen Weg hinein. Das Fronttor sieht uneinnehmbar aus. Und die Wände kann man nicht hochklettern. Ihr zwei bleibt hier. Ich versuche anders reinzukommen und das Tor zu öffnen. Ich schau mal an den Seiten nach. Vielleicht komme ich vom Wasser hinein. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier gegen Rebellen kämpfen. Sobald du das Tor öffnest, sind wir an deiner Seite. Okay. Wir öffnen das Tor und dann gibt's Bam, Boom, Sorg dich nicht um uns. Öffne dieses Tor. Öffne das Tor. Okay. Ja, Leute. Sorg dich nicht um uns. Öffne dieses Tor. Ah, ist ja gut. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich dieses Tor öffnen soll, aber ich... Man, die sehen mich ja eh gleich, oder? Ist das das Tor überhaupt? Ich bin doch schon wieder falsch. Okay, ich bin tatsächlich komplett falsch. Upsi-dupsi. Wir warten hier, bis du das Tor öffnest.
Ah ja, okay. Naja, ist, muss jetzt erstmal gucken, wo ich da lang muss. Aber ich würde eh sagen, das ist ein guter Moment, um vielleicht... Na, keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Um vielleicht die Episode an der Stelle zu beenden und zu sagen, wir machen da nächste Episode weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute dabei wart und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. You let me fall. You let me fall.